Ja. Ja, das ist ein Flugzeug, so ein Ding ist das. Moin, moin, meine lieben Freunde und herzlich willkommen. Sturmgast mal wieder nach gefühlt 10 Millionen Jahren am Start. Heute zu euch ein letztes Spezialvideo. Im Hintergrund seht ihr kurz eingeblendet, was vor genau einem Jahr genau an dieser verfickten Stelle passiert ist. Golf! Das war die andere Dimension, die wir damals gesprengt haben. Leute, ihr glaubt es nicht, was passiert ist. Sturmi hat sich gekündigt und zwar ein neues Auto. Und das, was gleich kommt, werde ich euch zeigen. Leute, ihr könnt es glauben oder lassen oder mir ins Arschloch fassen, aber im Hintergrund seht ihr einen nagelneuen Golf 7. Sehr geiles Teil. Ich weiß nicht, ich bin zweimal nacheinander auseinandergefallen, nackt gekommen und das Erste, was ich in diesem Auto war, ein Dauersteller hoch 10. Ich kann das Gefühl nicht in Worte fassen. Die Mischung aus Golf und Stolz und Fahrer war dieses andere. Ja, Leute, und ja, Sturmi hat sich einen Traum erfüllt. Andere träumen vom Lamborghini, von einem Ferrari, von einem Porsche. Kann ich alles fahren? Wenn ich will, kann ich sofort alles fahren. Aber dann Golf. Ein fucking Golf 7. War mein größter Traum ever gewesen. Ich fahre dieses Fahrzeug. Es ist anders, um dieses Fahrzeug zu fahren. Es ist anders. Das kann man nicht beschreiben. Das ist wie, als wenn du nackt auseinanderfällst beim Pizzabacken. Ist ja auch egal, auf jeden Fall. Leute, wir, ja, mal weiter geht's. Wir drehen jetzt weiter und der Rest folgt jetzt. Vielleicht bist du heute jemand. Trotzdem bleibst du für uns niemand. VW-Emblem, Heckscheinwerfer, noch keine Sticker, aber irgendwann schon, Fensterheber elektrisch, Luftschächte, so zum Luftschächten, untergrundmäßig, Klimaanlage, da kann man so klimamäßig drehen, läuft sogar, geiles Teil, Schallknüppel, so zum Schallknüppeln, untergrundmäßig, Geheimfach für Drogen, Handbremse, Airbag 2 für das Opfer, was hier neben sitzt, Handschuhfach. Da lag ein scheiß Wifi drin. Was ist hier los? Dieser Wagen! Er sitzt digital, Tacho. Media Sound System! Zu geil! Schön zur Mucke aufdrehen. Außenspiegel. Hier unten leuchtet es im Dunkeln. Kann man's glauben? Ich schon. Tabak und Stopfzeug sind wie immer am Start. Aber ich trinke keinen Alkohol mehr. Vorbildfunktion ist da. Was hast du gedacht? Alter, du Schnauze, sag mir, was los ist! So ein Ding ist das! In jeder Tür befindet sich eine Wasserflasche. Wir wissen nicht warum, es ist einfach so! Ich hab gesagt, scheiß jeder Tür befindet sich eine Wasserflasche. In jeder verdammten Tür ist eine scheiß Wasserflasche! Was ist hier los? Tank! Ey, das ist ein scheiß Tank, Mann! Leute, ich sag's euch ehrlich, ich finde den Auspuff nicht von dem Teil. Ich finde den scheiß Auspuff nicht von dem Teil. Ich finde den scheiß Auspuff nicht von dem Teil. Schmeckt. Join Edition, schön laute Musik im Auto muss sein. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Schön. Hast du aufgeraucht? Klar, ich hab aufgeraucht. Wir können jetzt in die Golf sitzen. In diese waffenwichtige Maschine. Kommt die Szene? Die legendäre Szene? Ja, ja, klar, machen wir die Szene, wo wir zum Auto gehen. Dich soll man nicht sehen. Klar sieht man mich, immer. Du siehst aus wie Assi mit dem Bart. Halt die Schnauze. Steig in den scheiß Golf ein. Steig in den scheiß Golf ein. Ja, jetzt steigen wir in den. Aber du bist noch nie in Golf 3 gefahren, hätte Amiga jetzt gesagt. Aber Amiga ist nicht hier. Also Schnauze, ich bin schon Golf 7 gefahren. Aber du bist noch nie in Golf 3 gefahren. Jetzt geht's anders los. Oh mein Gott, Golf. Das geht anders los. Leute, jetzt wird eskaliert. Kraftvoller Motor. Hört euch diesen Sound an. Der alte Diesel schnurrte und ich hatte schon mein sechstes Bier in Durst. Hört zu. Das ist die Lüftung. Die macht keinen Sound. Ich weiß. Gut. Halt deine Schnauze, sag mal, was los ist. Das hätte Norman Ritter gesagt. Nee, Andy. Niklas. Kevin Ritter. Oh. Leute,
das andere Gefühl, einen Golf zu fahren? Licht an. Kamera, Durchfall. Drehen langsam auf untergrundmäßig. Muss die Kamera schon mich richten, wie Hamir das macht. Nee, man muss mich deutlich sehen, wie im Video. Hat er dich von vorne geführt? Jetzt wird Golf gefahren. Ich fahre Golf. Ich fahre wirklich einen Golf. Sehr schön. Das ist dieses andere. Es ist ein... Ich kann das Gefühl jetzt schon nicht beschreiben, Leute. Es ist ein Golf, aber das Gefühl, du fühlst dich wie ein Mensch in dieser Gesellschaft. Nicht wie irgendein Hartz-IV-Empfänger, der früh sein Geld von Netto holt. Du bist akzeptiertes Mitglied in der Gesellschaft. Leute, der Traum wurde wahr nach 7 Jahren harter Arbeit auf YouTube. Oder 2 Tagen. Leute, das ist ein scheiß Golf 7. Ich sitze im scheiß Golf 7 mit Jogginghose. Mit Jogginghose im Golf. Ey. Leute, ich sag's euch ehrlich, ich konnte alles fahren früher. Porsche, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bugatti. Aber ein scheiß Golf 7, Traum wird wahr. Und wie war der Spruch früher immer? Du bist Fahrer? Du bist stolz? Du bist Fahrer? VW Golf! Ja, Leute, auch dieses Video, ich kann das nicht, das ist unbeschreiblich. Ich sitze, das ist mein Auto, verdammte Scheiße nochmal! Geil! Geil! Golf! Kriegst du gleich eine, so ein Ding ist das. So, ja, wir drehen jetzt noch den Carporn. Ja, mal gucken. Und dann werden wir mal sehen, was geht. Du weißt schon, dass man das im Schnitt genau in einer anderen Reihenfolge sieht, aber gut. Und das ist mir scheißegal. Ja, gut. Ja, Leute, jetzt wird noch irgendwo der Carporn gedreht und gucken wir mal. Das ist schön. Wir stehen an der Straße. Ja, und? Ich muss doch jetzt den Scheiß runterkriegen.